Willkommen zurück bei Let's Play Rayman Legends. Und wir fangen gleich mit etwas an, wo ich mal wieder meine Klappe halten muss, nämlich dem Gitarrero-Wirbel. Einem weiteren Musiklevel, wo ich nicht so viel kommentiere, beziehungsweise gar nichts. Ja. Ist hier hinten noch was? Ne, kann ja immer sein. Dann los. Schade. Ich muss erstmal reinkommen. Boah, das ist so cool. Oh Mann, das ist so cool. Das war super awesome. Bisher mein Favorit von den drei Leveln. Musikleveln. Definitiv. Das war klasse. Und gleich perfekt. Ich glaube, das werde ich privat auch noch ein- oder zweimal spielen. Ich überlege auch am Ende mal so ein Video zu machen, wo man alle Musiklevel einfach mal ohne Fail und ohne Kommentar hintereinander durch hat. Weil warum nicht? Yay, 5 Glückslose. Und heimgesuchte Level. Lasst uns heimgesuchte Level spielen. Es war einmal heimgesucht. Alles klar. Das allererste Level heimgesucht. So schwer kann das ja nicht sein eigentlich. 40 Sekunden wieder. Mit Butter. Also das erste Level sah ja wohl ganz anders aus. Aber bisher ganz cool. Oh Mann, da habe ich jetzt Zeit verloren. Sehr viel Zeit verloren, oh. Ja, wie konnte ich denn ahnen, dass da so ein bescheuerter Ding kommt? Da ist ein Messer. Ja, ich weiß, ich bin ein Blitzmerker. Ich kann diese Level nicht. Zumindest nicht so gut. Es geht ja noch, aber... Schnell. Jetzt kommt wieder die scheiß Melone. Ach, da kann man ja... Stimmt, da kann man ja... Rennen. Die Wand hochrennen, das geht ja. Da habe ich schon wieder nicht mehr dran gedacht. Und jetzt weiß ich, dass da was kommt. Hey, hey. Ach ja, ich muss nach links rennen. Verdammt, jetzt bin ich in die falsche Richtung gerannt und dem direkt in die Arme. Das war natürlich auch wieder sehr intelligent, genau wie das. Ach, muss der Pfad jetzt so schlecht werden, nachdem es so geil mit dem Musiklevel begonnen hat? Komm. Das muss doch nicht sein. Hört auf mit euren scheiß Gitarren. Und jetzt weiß ich ja, dass ich kann hier einfach durchrennen. Ja, ich weiß.
So ist es wahrscheinlich gedacht. So, so. Hey, hey. Und jetzt laufe ich auch nach links. Mit dem Typen hier wieder. Holle. Ich dachte, den wäre ich endlich los. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Ende. Und geschafft. Cool. Ich fand nicht, dass es sehr an das erste Level... Nein, jetzt habe ich wiederholen geklickt. Dass es sehr an das erste Level wieder erinnert hat. Aber trotzdem. Nicht schlecht. Das muss man sagen. Nichts in dem Spiel ist schlecht. Habe ich ja schon oft angemerkt. Yay, yay, hu. Ist hier noch eins? Ich glaube nicht. Nö. Okay. Ach, Glückslose. Stimmt ja. Erstmal mache ich zur Hauptgalerie. Mache ich noch das heimgesuchte Level hier. Das muss hier da sein. Das ist im Rausch der Höhe heimgesucht. Alles klaro, wunderbaro. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange der Part geht. Egal. 40. Ach, ich sollte da drauf landen. Ja. Habe ich zu spät gemerkt. Da kann ich mich auch gleich umbringen. Go. Batsch. Batsch, 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 batsch. Ja. Okay. Ich verstehe das Konzept dieses Levels. Aber ich weiß nicht, ob es mir gefallen möchte. Und ich habe das schon wieder vergessen. Weil ich doof bin. Das heißt, ich bringe mich einfach um. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich habe ein Level nicht kapiert. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich habe einen Gegner getötet. Oder keine Ahnung, warum ich jetzt gerade gestorben bin. Weil ich vergessen habe, den Attacke-Knopf zu drücken. Yay. Yay. Ach, die Mistviecher. Da habe ich ein paar abgeräumt, aber es war leider nicht richtig. Auf zu Trompeten, du Trompeter, du. Das habe ich schon wieder vergessen. Wie doof bin ich eigentlich? Keine Angst, noch 10, 20 Versuche und das wird schon. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Naja, ihr seht ja, wie lang das Video ist, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Pap, 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 pap. Ich hoffe, das geht nicht zu lange. Oh, Mann. Weil ich habe ja schon Probleme mit dem Durchkommen und dann auch noch einer guten Zeit. Wenn man wenigstens zwei Leben hätte. Wenn hier irgendwo ein Herz wäre. Das würde schon mal ein bisschen helfen. Verdammt, diese blöden kuchenessenden Viecher. Warum sind die da überhaupt? Da ist doch kein Kuchen. Merno. Batsch, batsch. Ganze Musiker. Habt doch alle keine Ahnung vom Leben. Okay. Nein, schon wieder. Ja, das habe ich verdient. Na, eigentlich nicht. So. Nochmal und nochmal und so. Die bubdi du. Flubdi schubdi wu. Oder so. Diesmal mache ich es ein bisschen intelligenter, wenn das überhaupt möglich ist. Für mich. Aber bisher sieht es ja ganz okay aus. Ach, da waren Stacheln dran. Oh, ich habe gedacht, das wäre eine... Verdammt. Da ist was anderes aufgegangen. Entschuldigung. Oh, noch 30.000 Versuche. Gut. Da, bub, bab, bub. Tschüss. So, schnell. Komm, bald Ende. Für lange reicht die Zeit nicht mehr. Was soll das eigentlich? Wie könnt ihr da drauf stehen? Das ist doch viel zu stachelig. Und so viel abhetzen musste ich mich gar nicht. Die Zeit ist großzügig, Gott sei Dank. Verlassen, bitte. Mann, 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 Mann. Yay, yay, yay.
neues Gemälde freigeschaltet, zurück zum Ursprung, bla 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 bla. Kein neues heimgesuchtes Level. Aber Glückslose. Was gibt's denn? Neues Back to Origins Level. Das ist gut, am Ende wollen wir die auch noch machen. Was auch noch mal seine Zeit dauern wird. Kuscheltier. Mehr Lumps, warum nicht? Nein, jetzt habe ich zur Heldengalerie geklickt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur 4 Lumps kriegen und damit 1000 Lumps gewinnen. Dann wollte ich noch ein Kuscheltier gewinnen. Das ist auch gut. Und zwei Sachen wollte ich noch. Warte, ich erinnere mich gleich dran. Ich wollte nochmal 500 Lumps gewinnen und das letzte war ein Kleinling. Sag ich doch. Gucken wir uns noch kurz die Kuscheltiere an. Ein Toast. Und ein Geist. Okay, wir geben immerhin 4 Lumps pro Tag. Ich bringe euch um. Nee, sollte ich nicht machen. Gebt ihr mir keine Lumps mehr. Tschüss. Bis denne. Bis morgen. Ich besuche dich ja jeden Tag. Hast du was Neues zu sagen? Grundsätzlich Kuscheltiere, Kuscheltierfamilien, Kuscheltiere. Okay, ich mag Kuscheltiere. Dann habe ich ja alles. Da, da und da habe ich alles. Bisher Mögliche. Dann können wir jetzt in die vierte Welt. 20.000 Lumps unter dem Meer. Wir können ja mal reingucken. Ja, öffne halt alles, was es gibt. Das ist kein Problem. Die geheimnisvolle, aufblasbare Insel. Lichter des Todes, neue Rettung, Palast in die Tiefe, Licht im Dunkel, Aufzugattacke, kleine und große Fische, Werk eines Verrückten und Gluck Gluck. Okay, auf Gluck Gluck bin ich gespannt. Gluck Gluck. Gluck Gluck. Da ich nicht weiß, wie lange der Part schon ist. Ach, scheiß drauf, ein Level schaffen wir. Ach, wir sind ja unter Wasser. Auch im Ladebildschirm schon. Ja, das ist eine aufblasbare Insel. Ist hier irgendwas? Yay. Verdammt. Das ist interessant. Gleich mal so ein paar Lumps. Nein. Nicht in der richtigen Reihenfolge eins damit. Ach komm. Nee, nicht. Ach komm, ich sammle die jetzt alle. Nachher fehlen mir am Ende zwei und dann ärgere ich mich nur. Das wäre scheiße. So, einer kommt noch. Da, komm, komm. Ach, okay, einer. Wenn mir am Ende einer fehlt, dann bin ich halt selber schuld. Kann ich unendlich weit nach links? Nein, kann ich nicht, dann ist gut. Ich muss jetzt systematisch von links nach rechts durchgehen und gucken, was hier ist. Und hier ist zum Beispiel ein Hammer, das ist sehr wichtig. Warte, hier gucke ich erstmal ab von oben nach unten, dann wusste ich's doch. Ich hätte nur die Hälfte gekriegt, wenn ich es nicht gemerkt hätte. So, alles. Nein, verkackt. Wie kann man sowas verkacken? So, da unten scheint es weiterzugehen, aber hier sind noch Lumps. Die ganzen Fische sind mega verwirrend. Ah, Fische! Ich kann so nicht arbeiten. Aber die singen, glaube ich. Sind das die Fische, die hier so singen? Beziehungsweise sollen es die Fische sein? Vor allen Dingen, das Level heißt die aufblasbare Insel. Was macht man am Anfang von. Man springt von der Insel weg in die Tiefe. Das ist sehr passender Levelname und dich nehme ich mit. Dich auch. Okay. Einfach mal durch Abfälle schwimmen und. Die Welt ist interessant bisher. Ja, hier. Ach so. Jetzt habe ich es kapiert. Ich darf da nicht hin, wenn es an ist. Ja, das muss mir doch einer sagen. Jetzt weiß ich's. Ich glaub, die Kugel hier muss ich knutschen. Wahrscheinlich nicht. Gehen wir einfach mal weiter. Sammeln die ein. Hier lang, darunter und. Ein Pui. Wie hast du eigentlich so lange die Luft angehalten? Und wie hält Raymond so lange die Luft an? Ich möchte es gar nicht wissen. Haben die Sauerstoffflaschen irgendwo versteckt? Was schießt du? Ja, bestimmt nicht, oder? Wenn doch, es wäre merkwürdig. Aber irgendwie könnte ich es dem Spiel zutrauen. Haha. Schlecht. Ja, das war offensichtlich.
Na, nicht offensichtlich, vielleicht nicht, aber man kann drauf kommen. Du schießt doch nicht mit Elektrizität, oder? Die wird dich auch selber treffen, du bist im Wasser. Oder was auch immer das für eine Flüssigkeit ist, aber... Ich hoffe mal, dass es Wasser ist und nicht irgendwas anderes. Ist hier links was versteckt? Das sieht so verdächtig aus. Sie scheint aber nicht so zu sein. Und wenn doch, dann komme ich hier nicht weg. Doch komme ich, gut. Ah. Ich habe doch gesagt, von Anfang an, ich mochte diese Stachelkugeln und jetzt weiß ich auch warum. Die helfen mir, da wegzukommen. Und hier oben ist was. Ja, ich harpe dir doch. Während ich mich selber töte, weil ich cool bin. Nur coole Leute können sich selber umbringen. Und dann trotzdem weiterleben. Ja. Afui. Da ist ein Lumsch. Und da bin ich tot. Das ist doof. Ja, ist gut. Hier sind noch mehr Lumps. Möge ich alle haben. Jeden einzelnen. Ja, bringen mich halt um, ist gut. Blöde Miene. Und dich auch. Wie kommen eigentlich diese Flaschen dahin? Ach, ich frag schon wieder nach Logik. Ist gut. Geh einfach. Ich bin gar nicht hier. Du hast dich verguckt. Hier ist doch was. Natürlich ist hier was. Nein, er hat mich getötet. Immerhin starte ich wieder hier. Haha, da bin ich durchgekommen. Da auch. Hätte ich da durchschwimmen können? Ja, hätte ich. Na, egal. Jetzt ist es egal. Was sind das eigentlich für Dinger hier? Irgendwelche Überwachungszellen? Hier ist... Da ist auch was. Wie fies die Geheimnisse hier sind, aber bisher habe ich noch keinen verpasst. Höchstens einen großen. Und das hoffe ich nicht. Weil die großen sind immer so fies. Versteckt. Ich hoffe einfach, dass beide noch kommen. Ey, der Strom müsste dich selber treffen. Naja. Egal. Ne, ernsthaft, ich habe jetzt bald alle klein und wir haben noch keinen einzigen großen. Ich bin gar nicht hier. Du darfst mich ruhig ignorieren. Habe ich kein Problem mit. Geht's hier links weiter oder da rechts? Das ist jetzt die Frage. Ach, hier rechts ist gar nichts. Natürlich ist hier was, aber ich meine, da ist gar nichts Offensichtliches. Ja, schon was Offensichtliches, aber ach, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und da habe ich wieder mein Herz verloren. I'm free. Jetzt habe ich alle kleinen und noch keinen einzigen großen. Das ist super. Ich bin gar nicht hier. Ich möchte nur diese Münze mitnehmen. Weil die finde ich so schön. 501. Münze her. Und sterben. Ist das da rechts jetzt eingesammelt? Ja, es ist gut. Da war ich mir jetzt im Unklaren, aber eigentlich hätte ich nur gucken müssen, ob ich noch so viele Lumps habe wie vorher. Naja, egal. Münze. Lumps. Au. Ja, da war ich wieder... Da wollte ich wieder zu viel. Aber das ist halt keine gute Idee, zu viel zu wollen. So, her damit. Hier ist was. Ich hoffe, es ist der erste. Nee, es ist der zweite, verdammt. Weil das ist der König und nicht die Königin. Wo ist denn die verdammte Königin? Stirb. Du auch. Und gib mir den König immerhin. Hat er irgendwie was anderes an als sonst? Ja, gib mir dein Küsschen und dann muss ich noch gucken. Nein, ich bin gar nicht hier. Ignoriere mich einfach. Ich bin gar nicht hier. Lass mich hier durch. Das ist das Ende. Mir fehlen 30 Lumps. Und ein Kleinling. Verdammt. Heißt, ich muss das ganze Level normal machen. Nee, das ist doch doof.
Verdammt. Ja, egal. Ist halt so. Nur ein Bronze, weißt du. Es fehlen 24. Scheiße. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich noch meinen extra kleinen ich schneide euch jetzt gleich hin dran, wo die Königin ist. Und die 24, die mir gefehlt haben, die hole ich offscreen nach, sodass ich da auch Gold habe. Weil wenn ihr die... Ja, da ist wieder Murphy. Weil wenn ihr die Königin auch habt, die gibt dann auch nochmal gut 10 oder so. Dann fehlen nur noch 14 Lums mehr. Und ich glaube, das kann man verzeihen, wenn ich das hier nur danach, wenn ich das nicht extra nochmal das ganze Level für zeige, weil das wäre doof. Das ist zurück zum Ursprunggemälde. Also, bis gleich, wenn ich euch zeige, wo die Olle ist. Hier bin ich wieder und ich frage mich ernsthaft, wie ich das übersehen konnte. Kurz nach dem zweiten kleinen Ding, der war hier, da rechts drin, da oben, kann man hier runter und hier lang. Und dann ist hier die Königin. Genau, der Königin ist da. Und was muss man hier machen? Das weiß ich nicht. Das scheint nicht sonderlich kompliziert zu sein. Versuch mich doch zu treffen, wenn du kannst. Du kannst es aber nicht. Und dann habe ich sie auch schon. Und wie ihr seht, ich habe in diesem Punkt schon 257 Lumps. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal nicht. Ich habe mich nämlich oben an der Oberfläche jetzt viel besser angestellt. Und auf dem Weg hierhin auch. Das reicht eigentlich schon, wenn ich jetzt noch... Wenn ich jetzt etwa genauso gut bin wie beim letzten Mal von mir jetzt an. Sollte es eigentlich gehen, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part, wo ich dann, das hier dann hoffentlich geschafft habe mit dem nächsten Level. Bis dann. Tschö.